Okay. Stirb. Bring sie um. Tu ich doch. Ich meine, die machen zwar nichts. Oh Gott. Okay, ich töte sie wirklich. Jetzt machen sie Moment. Doch, die gehen da runter? Sie gehen unter Deck. Kann ich auch Warum runter? Gehen sie unter Deck? Ich will auch runter. Was machen die da? So, ich verstehe dieses Spiel nicht. McDonald, AK Chainsaw Man ist zu groß. Er passt nicht unter das Deck. Wie soll dieses Spiel funktionieren? Das frage ich mich auch. Das ist kein ROM-Fehler, oder? Ich will nicht mehr ausschließen, seitdem ihr Starwing verreckt ist, aber... Okay, dieses Spiel ist jetzt vorbei, wir haben es geschafft bis zum Ende. Ja, genau! Nein! hallo? Das sieht sehr merkwürdig aus. Planlos in Treasure Land Adventure. Ja, wink mir zu, was willst du denn von mir? Oh, er zeigt mir jetzt was. Lauf, 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 lauf. Wieso kann ich da nicht runter? Moment, ich habe eine Idee. Wieso klappt das nicht? Das klappt nicht, das will nicht. Der geht da runter. Aber ich kann da nicht runter. Und dieser Typ winkt mir die ganze Zeit. Stirb! Oh, jetzt ist er sauer. Ah. Ja. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Gut, wir probieren. Töte dich einfach selbst. Das ist die beste Alternative. Ja, nee, Moment. Ich habe eine Idee. Ah. Vielleicht sollten wir einfach mal die Richtung wechseln. Wie wäre es damit? Und du meinst dahin springen, wo Goal, also Ziel steht. Ja. Ja, das wäre eine schöne Idee. Das wäre keine schlechte Idee, oder? Ach, schön, gut. Aber wir sind doch aus der Richtung gekommen. Wieso geht's dann wieder in die Richtung das zurück? Das frage ich mich auch, aber mir soll's recht sein. Oh, geschafft, gut. Also doch nicht planlos. Juhu! So, und... Wow, das Level sieht cool aus. Und ein Kaktus... Was ist das? Kaktus? Ein Kaktus mit einer Zigarette und einem... Und ein Voodoo-Typ, der ein... Ein... Oh mein Gott. Das ist ein richtiges Lutschi. Mehr sag ich dazu nicht. Ja, genau. Gut. Sehr schönes Spiel. Au! Ja. Wie gemein! Man kann sich nicht an die... Hä? Jetzt? Was? Hä? Okay, wir gehen einfach weiter. Egal, wir haben eh genug Continuous Leben. Oh, da ist wieder so ein merkwürdiger Voodoo-Typi. Bring ihn um. Ja. Ist das immer dein erster Reflex, Leute umbringen? Ja, irgendwie schon. Oh, er hat Bei 2D-Jump-Platz will ich immer alles töten, Digga. Einfach, es geht oder nicht. Es muss einfach sterben. So, da ist ein Shop, den brauchen wir aber zurzeit nicht. Wie kommen wir da jetzt hoch? Jetzt fängt das Spiel sogar an, mit Rätselelementen zu schocken. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja, das Spiel, da muss man richtig nachdenken. Muss man gerade wirklich? Das ist doch, absolut. Hier, was für Rätsel man einen hier erwarten, das ist unglaublich. Ah, man kann... Da ist jedes Adventure ein Scheißgegen. Kann hier drauf, sag mir das doch gleich. Hä? Du kannst auf die Bäume drauf. Ja. Auf die Palmen. Au, sehr schön, tot durch Kokosnuss. Sehr schön. Gibt es eine schönere Art und Weise zu sterben, als durch eine Kokosnuss? Ich weiß nicht. So, da muss ich auch hoch anscheinend. Und wie lange geht der Part eigentlich schon? Fragen über Fragen. Oh, das ist eine gute Frage. 5 Minuten stimmt, wir müssen abbrechen. Bis gleich, liebe Leute. Verdammt, dann sind wir mit der Zeit letztes Mal doch nicht ganz ausgekommen. Deswegen seht ihr das jetzt in... Nee, in diesem Part seht ihr also eine Verabschiedung und eine Begrüßung. Das wollte ich noch mal. Ja, danke Rüdiger. Rüdiger ist leider immer noch dabei. Nein. Leider, ja. Du bist leider ist er immer noch dabei. Nein, eigentlich freue ich mich wirklich, dass er dabei ist. Dabei wollte ich nur Turtles spielen. Niemals. So, und... Wieso steht der Typ auf dem Baum? Wieso? Wieso? Ich verstehe es auch nicht. Dieses Spiel ist wirklich... Und... So... wie sollen wir da denn jetzt rüberkommen? Erklärt mir das bitte mal einer. Indem du ihn umbringst. Ja, das ist eine gute Idee, aber... Stirb! Bring ihn um und dann kannst du auf den Baum und dann... Auf die Palme, meine ich, und dann... Genau! Ja, er müsste ja gleich... Er guckt ja schon so traurig. Er müsste ja eigentlich gleich sterben. Schüttel die Palme, sag ich dazu nur. Ja! Musst du ja... nix! Ich wollte nichts Bösartiges sagen.
Nein, nein, nein. Niemals. Ja, ich wollte höchstens einen Jokus machen. Nein, egal. So, dieses Spiel macht mich fertig. Wie kommen wir da rüber? Wieso können wir da nicht einfach drüber springen? Och man. Das ist die Frage. Hä? Hä? Wie haben wir das jetzt gemacht? Mit Skill. Einfach so. Ah, das sind wir die merkwürdigen Typen mit ihrem Regenschirm. Gott. Kaktusse mit Hüten. Und mit Regenschirmen. Nicht zu vergessen. Ja, das sind ja mal abgefahrene Gegner hier. Au, aber wir haben viel zu wenig Leben. Spike. Ja. Ja. Deutlich... Oh nein, Rüdiger. Du provozierst es aber auch echt, ey, dass dein Skype wieder abstürzt. Ja, ich weiß. Das ist wirklich so. Au. Okay, wir vergessen einfach die dummen Kaktus-Typen. Die sind mir eh jetzt egal. Ich will lieber zu den Voodoo-Typen mit ihrem merkwürdigen Mundschild, das uns knutschen will. Oh, sie haben Angst. Wir töten ihn trotzdem. Das ist jetzt wieder so ein Regenschirm-Typi. Au! Oh mein Gott! Stirb. Oh, Was? Ja, jetzt sind wir auf einmal wieder hier. Warum sind wir auf einmal im Zug? Kein Problem. Ich hatte mich nur mit dem Safe-Slot verladen. Kein Problem, liebe Leute, nichts passiert. Okay. Das war nur der Safe-Slot, den ich geladen hatte. Tschüss. Au. Mann. Was so. Passiert hier? Einfach über das Tor drüber. Und was ist das? Oh mein Gott. Er lacht. Und... Ein Kanonenschiff. Ich werde jetzt nicht You Are Pirate spammen, aber es würde in dieser Situation gut passen. Was ist das denn? Und er freut sich und rennt weg. Und wir stehen hier und irgendwie fährt sich sein Schiff aus. Sieht aus, als würde sich sein Schiff aufbauen. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Goal. Er macht einfach, was er will, denn ein Pirat ist frei. Genau, so. Das sieht irgendwie ein bisschen abgefahren aus. Oh Gott. Ach komm, wir lassen uns jetzt einfach mal sterben. Töte mich, Fellbüschel! Warum nehmen sie einem gleich zwei Energiepunkte ab? Das frage ich mich auch. So, jetzt haben wir aber voll, also ist jetzt wieder das alles gut. Jetzt können wir auch ab und zu mal sterben. So. Ja, genau. Das ist auch mal drin. Ab und zu. Ab und zu. So, jetzt fliegen wir aus dem Bildschirmrand oder auch nicht und hüpfen jetzt einfach hier hoch. Dann halten wir uns hier dran fest, hoffe ich. Wenn die Theorie klappt, dann freue ich mich. Ja. Oh, danke, Furry Fans, Viech. Max, das muss auch noch hinhauen. Och man! Ihr wisst gar nicht, wie frustriert das ist. Wobei, Rüdiger weiß es, ich sag in der Hinsicht nur Cheese Catastrophe, aber ansonsten. Ja, boah, ey. Hawaii Cheese Catastrophe. Ah, worauf habe ich mich hier eingelassen? Tja. Jetzt kann ich echt verstehen, wie du dich gefühlt hast, als du Cheese Catastrophe am Laufen hattest. Gott, ey. So. Grauenspiel aller Zeiten. Ich glaube. Wenn ich mit dem Spiel fertig bin, dann habe ich echt zu viele Psychosen. Shop! Ja. Oh, brauche ich zwar gar nicht, aber das gut. Schon... So, kann ich jetzt... Das ist schon sehr merkwürdig, das Spiel. Ja, gebe ich dir recht. Ja, sehr sogar. Komme ich hier nicht mal... Wo muss ich denn hin? Da? Ja, gut, das kann stimmen. Zu dem Gold, würde ich sagen. Spontan. Genau. Ja. Ey, und... Cool. Das ist ein Zickzack-Hochgleitsystem. Finde ich gut. Okay. Ich muss mich gerade ein wenig konzentrieren, während Rüdiger irgendwelche Probleme hat, die ich jetzt gerade nicht erkennen kann. mein Headset ist gerade abgeschmiert. Oh, das ist auch schön. Ja. So, und jetzt... Weil eine fette Katze am Kabel gezogen hat. Oh, welche fette Katze könnte das wohl sein? Sie macht das schon den ganzen Tag an den Kabeln rumziehen. Sie will einfach nicht, dass die Welt dich zu hören bekommt. Anscheinend nicht. Oder sie hat Hunger. Sie eins will von beiden. Nicht ganz für sich haben. Eins von beiden. Die fette Katze hat schon gefressen, also die soll immer... Ja, aber fette Katzen haben immer Hunger. Das stimmt auch wieder. So, und jetzt, wir sind jetzt ganz oben auf diesem Korb, diesen Seemannskorb. Es wird dunkel. Dunkel, ich kann nichts tun und diese Fahne. Die Apokalypse steht vor. Und irgendwas ballert auf mich. Ah! Oh nein! Was geschieht hier?
Okay. Bad Ending, das Spiel ist vorbei. Und wir sind unter Wasser bei den Fischen, wo wir hingehören, und Ronald läuft ganz fröhlich einfach da rein. Ja, natürlich, er läuft unter Wasser. Lalalala, ich gehe wieder in das Schiff rein, ist ja egal. Warum tut er das? Ich weiß nicht, er will immer noch die Schatzkarte haben. Er ist Kapitalist durch und durch. Hauptsache, er kriegt seinen Schatz. Ja. Können wir in die Türen reingehen? Oh Gott, oh Gott. Nee, das macht mir jetzt ein bisschen zu viel Angst. Insofern, gut, wir haben ein Türensystem hier. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Folgen Ronald McDonald aufgenommen, haben den 2. Endboss besiegt. Müssen nur noch einen besiegen, wahrscheinlich jetzt bald. Diesen merkwürdigen Typ mit den Lippen. Ja, Rüdiger, leg los. Ja, Rüdiger, los. You killed me! Sehr schön, Rüdiger. Sehr schön, Rüdiger. Ich hab mich doppelt. Ich hab mich doppelt. Das war eigentlich so nicht geplant. Warum? Das war die falsche Datei. Egal. Das hat jetzt überhaupt nicht gepasst. Egal. Du machst das warum jetzt nicht nochmal. Warum sollte Ronald McDonald sagen, dass er getötet worden ist? Ich weiß es auch nicht. Ist auch immerhin egal. Insofern, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dabei bist. Und mit dir werden sowieso ganz viele Projekte noch kommen. Gleich ein anderes werden wir sogar gleich aufnehmen. Was eine Inside-Info. Insofern, schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn wir einfach irgendwelchen Schwachsinn bei Ronald McDonald erleben. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis dann.